was gestern oft passiert ist in meinem Flight, und es war bei allen Spielen, und es passierte eher, wenn wir einen Bunker vor uns hatten, aber oft das auch mit Eisen. Auf jeden Fall passierte es da, wo wir den Ball hochschlagen wollten. Und ich mache jetzt den Schlag vor, und vielleicht könnt ihr sehen, was ich verkehrt mache. Am besten auf der Seite stehen. Super. Und ich habe jetzt einen Pitching Wedge in der Hand wie ihr. Und ja, ich möchte meinen Ball hinter der 50 aufkommen lassen. Aber schaut bitte meine Bewegung an. Oberkörper kommt hoch, ne? Was ist Oberkörper? Ja. Kommt hoch. Das Gewicht ist hinten. Das Gewicht war? Also rechts im Treffmoment, also ja. Hinten. Ja. Aber warum ist das passiert? Vielleicht könnt ihr die Ursache sehen. Ich mache es wieder vor. Volker, du darfst nicht sagen. Zu viel geguckt. Zu viel geguckt. Guck hoch. Ja, Schaufel. Ich muss daran arbeiten. Das war super. So, nein, falsch. Falsch, guck wieder. Ich mache sie hier langsam. Ah, vorne schon. Beim Aus, genau, beim Ausrollen war ich mit dem Gewicht da vorne, und im Treffmoment war ich hinten. Man nennt es ein Reverse Pivot. Man weiß das Golf, und man muss das Gewicht auf die linke Seite bekommen. So, was tut man? Man steht schon vorher links. Und beim Ausrollen geht man nach links. Aber das Problem ist, das wissen wir wie Walzer, mein Gewicht ist auf dem falschen Bein. Und von dieser Position kann ich nicht weiter nach vorne mein Gewicht verlagern. Ich verlagere dann in die falsche Richtung. Und wenn ich dann in die falsche Richtung verlagere, treffe ich den Boden zu früh oder ich toppe den Ball. So, der Volk hat eine super Übung gemacht, was eigentlich für ihn sehr wichtig ist, was er selber nicht macht. Aber kannst du einmal vormachen, bitte? Und irgendwie entschied er, am Loch 13 damit anzufangen. Und plötzlich hat er auch besser Golf gespielt. Stefan, könntest du bitte dastehen? Kannst du, nee, ich ein bisschen. Super. Okay, so zeig mal die Übung bitte. Aber ich habe das gemacht, weil ich merkte, ich wurde müde, wurde unkonzentriert, meine Fehler haben sich geholfen. Ich habe die Verbindung nicht mehr zu den Füßen und zu den Beinen bekommen. Und dann habe ich halt das geschwungen und habe während des Schwingens die Beine mitgenommen. Okay, so was ich ja gut finde ist, mach mal weiter bitte, einfach weiter. So, man sieht eine Verlagerung nach rechts, dann nach links. Es ist okay, nach rechts zu verlagern. Hauptsache, man bleibt mit dem Kopf in der Mitte. Man möchte nicht rüber gehen. Mach mal bitte weiter. So, was man hier sieht, ist, dass er automatisch das Gewicht auch nach links verlagert. Er trifft jetzt den Boden in der Abwärts- oder in der Aufwärtsbewegung. Triffst du jetzt den Boden bei der Übung, während der Schläge nach unten geht oder nach oben? Nach oben. Nein, falsch. Wann sollte er jetzt den Boden treffen? In der Abwärtsbewegung oder in der Aufwärtsbewegung? Abwärts. Abwärts. Der Schläger kriegt den Ball hoch. Und du musst den Ball in der Abwärtsbewegung treffen. Das ist für euch alle wichtig. Alle wichtig. So, hol mal bitte auf. So, jetzt ist das Gewicht leicht rechts. Aber ich merke, du wolltest wieder nach da. Ja, 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 ja. Und jetzt von da willst du automatisch das Gewicht nach links verlagern. Und schau mal, was jetzt passiert. Du triffst den Ball in der Abwärtsbewegung. Nicht nach da. Und das ist, was wir üben wollen. Darf ich ganz kurz einen Ball schlagen? So, mit dem Gedanke werden wir jetzt alle unsere Pitching Wedges nehmen. Da ist ein riesiger Bunker oder Wasserhindernis vor uns. Aber das stört uns nicht. Wir wissen, dass wenn wir den Ball gut treffen, dass er hochfliegen wird. So, Gewicht nach rechts, nach links und schau, wo meine Endposition ist. Ich muss aber erstmal auf diese Seite kommen. Rechts, dann links. Das ist ein schöner Tanz. Aber es muss da starten, bevor wir nach da gehen. Okay, das üben wir jetzt zusammen.